Wie das bei vielen umstrittenen Themen auf der Welt so ist, wird an ihnen geforscht. Und so ist das auch mit dem Urheberrecht. Am Urheberrecht wird tatsächlich geforscht. Es gibt sogar ein Max-Planck-Institut, was sich explizit mit dem Thema beschäftigt. Das Max-Planck-Institut für Immaterialgüter. Geht es nicht nur um Urheberrecht, aber auch um Urheberrecht. Und ein Forscher an diesem Institut ist Kaya Köglü. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Sie sind ja Jurist und haben lange so als in einer großen Anwaltskanzlei gearbeitet. Warum sind Sie denn jetzt seit 6 Monaten in die Wissenschaft gegangen? Ja, ich war knapp 5 Jahre in einer Großkanzlei tätig, habe da schon gespürt, dass die Arbeit, die Tätigkeit doch sehr fremdbestimmt ist. Also man muss sich um den Mandanten kümmern, man muss sich in die Kanzleistrukturen einordnen und ich habe irgendwie die Freiheit der Wissenschaft gesucht, also um mal auch längeren Zeitraum über irgendwelche Probleme nachzudenken und an diesen eben auch zu forschen und vielleicht auch am großen Rad mal zu drehen. Jetzt ist ja das Urheberrecht, so steht nicht, zumindest nicht im Verdacht, sagen wir mal, besonders quotenträchtig zu sein oder besonders so sexy zu sein. Was ist denn so das, was Sie am Urheberrecht interessiert? Warum sagen Sie, das muss ich forschen? Was wollen Sie da erforschen? Also dem würde ich eigentlich widersprechen. Also ich würde fast sagen, es ist doch ein sehr sexy Thema. Vielleicht aus eigener Erfahrung, die Sie vielleicht machen. Es gibt eigentlich kaum einen Tag oder vielleicht sogar kaum eine Stunde, wo man nicht mit dem Urheberrecht konfrontiert wird. Ja, also wenn man im Internet ist, ein Dokument sieht, öffnet, runterlädt, man sieht hier beispielsweise Fernsehaufnahmen. Wie ist es da mit der Rechteverteilung? Ich als Wissenschaftler, wenn ich einen Beitrag schreibe und es einem Verlag schicke zur Veröffentlichung, welche Rechte behalte ich, wie kann ich es dann später verwerten? Die Rechtfertigung dafür, warum ich Einschränkungen unterliege, das ist halt schon sehr interessant zu untersuchen. Aber was, also ist es sozusagen das Urheberrecht insgesamt oder ist es für Sie so diese Reibung, die entsteht, Urheberrecht im digitalen, vernetzten Zeitalter? Was sind so die zentralen Fragen, die Sie da so interessieren? Also die großen Probleme des Urheberrechts zeigen sich gerade jetzt im digitalen Zeitalter. Einfach durch die Digitalisierbarkeit von Werken entstehen einfach neue Probleme, die bei der Schaffung des Urheberrechts einfach noch nicht berücksichtigt werden konnten. Und da stellen sich Riesenherausforderungen, die es zu lösen gilt. Es gab WIPO-Studien von der World Intellectual Property Organization, die Zahlen genannt haben, die extrem hoch sind. Für was? Für den Umsatz mit urheberrechtlich relevanten Gütern. Also der Anteil an der Weltwirtschaft mit diesen Gütern, die damit erzielt werden, sind enorm. Ja, und trotzdem merkt man, spürt man, dass viele Defizite bestehen. Also es gibt sehr viele unzufriedene Bereiche. Letztendlich klagt ja jeder, also selbst der Urheber, der Verwerter, der Nutzer, alle klagen eigentlich und wollen eine Änderung der Situation auch haben. Und hier einen gerechten Interessenausgleich unter diesen allen partizipierenden Beteiligten zu finden, das ist eine große Herausforderung, die eigentlich bevorsteht. Und was sind da so, das ist so diese 1-Million-Dollar-Frage, wie das denn so passieren kann, aber es gibt ja so verschiedene Ansätze. Die einen sagen, ja, wir müssen die Rechte der, sagen wir mal, der Gesellschaft stärken. Es gibt zwar einerseits das Urheberrecht und das Recht des Urhebers an seinem Werk, aber das kann nicht absolut sein, in den nächsten 200 Jahren gelten und immer muss man ihn und seine Erben fragen, wenn man mit diesem Werk irgendwas machen will, sondern da gibt es auch noch die Gesellschaft, auf dessen Werken schon dieser Urheber fußt und es gibt die Gesellschaft, die ein Recht hat auf Innovation und kulturelle Produktion und dergleichen. Also da muss mehr Ausgleich geschaffen werden. Das ist so eine Sache. Würden Sie auch sagen, dass das so eine Hauptdiskussionslinie ist oder haben Sie völlig andere Aspekte im Blick? Ich glaube, ein besonders wichtiger Punkt ist, die beteiligten Interessen genau herauszuarbeiten. Wir sprechen von Urheberrecht und vermuten, es geht um den Urheber. In der Praxis ist es allerdings fast die Regel, dass der Urheber seine Rechte an dem Werk, das er schafft, einem Verwerter überträgt. Verlag. Exakt. Und
diese Gruppe schafft es doch ziemlich gut, immer unter dem Recht des Urhebers auch mitgenannt zu werden, ohne dass klar wird, dass sie vielleicht ganz andere Interessen verfolgen als der Urheber. Ja, und deshalb ist es, glaube ich, schon sehr wichtig, klar herauszuarbeiten, wer sind die Beteiligten, welche Interessen haben sie, und wenn man das ermittelt hat, wie man einen gerechten Interessenausgleich unter diesen Beteiligten herbeiführt. Wenn ich das richtig verstehe, ist ja auch immer so das Argument, das Urheberrecht soll, sagen wir mal, Urheber schützen und sie motivieren und einen Anreiz bieten, um kreativ zu wirken. Denn nur wenn sie wissen, ich habe da für eine gewisse Zeit ein Monopolrecht an meinem Werk, nur dann werde ich da auch Energie und Arbeit und Hirnschmalz reinstecken. Ist das was, wo Sie sagen, das funktioniert so, genauso wirkt das Urheberrecht, oder wirkt es doch irgendwie anders? Also da bin ich sehr skeptisch, ob das wirklich so funktioniert oder ob nicht der Kreative so ein intrinsisches Motiv schon hat und sagt, ich brauche nicht den Anreiz, was Kreatives zu schaffen, sondern ich brauche eigentlich die Rahmenbedingungen, die mich darin fördern. Ja, also ich würde sagen, deswegen gibt es ja das Urheberrecht. Es fördert dich da drin und gibt dir... Es fördert die Erstellung und die Verwertung. Allerdings der Anreiz zur Schaffung, den hat der Kreative schon in sich. Das wäre so meine Ansicht, dass es kreative Güter auch dann geben wird, wenn es überhaupt kein Urheberrecht gäbe oder wenn es ein sehr strenges Urheberrecht gäbe. Kreative Güter wird es immer geben. Ja? Die Frage ist, wie schafft man eine Rahmenbedingung, die das fördern und dann eben auch publizierbar machen, nutzbar machen für alle anderen. Und da haben Sie das Gefühl, das Urheberrecht, so wie es jetzt ist, ist da nicht sehr hilfreich? Da sind doch starke Defizite, wie ich finde. Denn der Urheber steht zwar in der Theorie im Mittelpunkt dieses Gesetzes, allerdings sind die Verwerter schon mittendrin im Zentrum, weil die Rechte auf den Verwerter, auf die Verlage, auf die Musiklabels übertragen werden. Und um deren Rechte geht es jetzt eigentlich. Also da spielt die Musik. Und eigentlich nicht mehr bei den Persönlichkeitsrechten des Urhebers, der seine Verwertungsrechte ja ohnehin dann schon übertragen hat. Also wenn wir jetzt über das Urheberrecht reden, dann sagen Sie, reden wir meistens über Filmkonzerne, Buchverlage, Musiklabels, die quasi die Rechte von Urhebern zumindest teilweise übernommen haben und sie jetzt vermarkten und Geld damit verdienen. Genau, darum. Also diese Gruppe müsste man zumindest mal herausarbeiten. Ja? Es sind eben nicht die Urheber, die nicht diesen Urheberpersönlichkeitsschutz genießen sollen, ja? Und die unter den eigentlichen Motivationsgrund für das Urheberrecht fallen, sondern wenn man sie trennt, dann merkt man schon ganz eindeutig, dass Interessen durchaus unterschiedlich gelagert sein können. Aber wenn Sie sagen, Urheber schaffen sowieso ihre Werke, egal ob es jetzt ein Urheberrecht gibt oder nicht, dann und gleichzeitig aber sagen, dennoch müssten wir eine Umgebung schaffen, in der sie es a gut können und auch a b nachhaltig können und C auch irgendwie davon leben können und so. Was sind denn so Eckpunkte, die Ihnen da vorschweben? Also was muss gegeben sein, damit wirklich die Urheber von einem Urheberrecht profitieren? Beteiligung, also dass gewisse Mindestrechte dem Urheber verbleiben, ja? Also Persönlichkeitsrechte verbleiben ihm, Beteiligungsrechte beispielsweise an weitergehender Verwertung. Momentan ist es ja so, dass es sehr häufig oder in der Regel so ist, dass Verwertungsrechte mit einem Pauschalbetrag, Total Buyout-Vertrag, an die Verlage verkauft werden und dann die Beteiligung des Urhebers doch sehr stark zurückgedrängt ist. Ja, und hier könnte man sich durchaus Modelle vorstellen, wo der Urheber tatsächlich wieder in den Mittelpunkt des Gesetzes gezogen wird. Man kann sich aber auch vorstellen, dass wirklich ein schöner, interessengerechter Ausgleich zwischen diesen drei Parteien, die ich ja genannt hatte, also dieser Verwerter, der Nutzer und der Urheber, dass da sozusagen ein Interessenausgleich geschaffen wird. Aber das kann ich mir irgendwie noch nicht vorstellen, wie das gehen soll. Wenn Sie sagen, gut, die Urheber sollen mehr Rechte bekommen, das klingt so danach, es soll halt irgendwie geregelt werden, welche Rechte sie an diese Verwerter abtreten dürfen, dass sie nicht alle abtreten dürfen, dass ihnen per Gesetz mehr Rechte bleiben und sie längere Mitsprache an der Verwendung ihres Werkes haben. Das ändert für mich aber noch nicht so dieses Problem, dass viele Nutzer heute sagen, ja, wir können mit den Werken gar nicht tun, was wir technisch eigentlich tun könnten.
sozusagen. Dieses große Problem, ne, kopieren, samplen und so. Dann haben wir da noch eine Partei, nämlich den eigentlichen Urheber und den Verwerter, die uns alle daran hindern wollen, mit diesen Werken was zu tun, was wir eigentlich machen wollen. Diesen Aspekt haben wir jetzt noch gar nicht besprochen. Dafür bedarf es eben eines Regelungssystems, das sozusagen alle Interessen entsprechend berücksichtigt. Also auch die des Nutzers, der bestimmte Nutzungsinteressen an den Werken eben auch hat. Da kann man ansetzen, beispielsweise bei der Schutzdauer. Ja, also wenn man seine Verwertungsrechte als Urheber dem Verlag überträgt und die sind 70 Jahre postmortem bei dem Verlag, obwohl die wirtschaftliche Verwertbarkeit eigentlich nach einem Jahr oder nach zwei Jahren eigentlich schon aufgebraucht ist, dann stellt sich die Frage, warum die Schutzdauer weiterhin so lange gewährt wird. Und da könnte man beispielsweise auch ansetzen, um Interessenausgleich herbeizuführen. Was Sie jetzt so gesagt haben, ist, es gibt halt diese verschiedenen Interessen und die müssen halt erstmal benannt werden und neu austariert werden. Momentan ist es zu sehr auf die kommerziellen Interessen dieser Verwerter orientiert, das Urheberrecht. Was mich nochmal interessiert, es gibt ja da auch immer diesen, die Urheber, oder jetzt mal so, die Verwerter argumentieren immer mit diesem Begriff des geistigen Eigentums. Ne? Also sie haben die Rechte an einem geistigen Eigentum und das klingt erstmal für alle überzeugend. Ja, da ist ein Urheber und der hat etwas geschaffen und er tritt sozusagen die Rechte, mit diesem Werk etwas zu tun, an jemanden ab. Aber im Prinzip ist das sein geistiges Eigentum. Er kann einfach immer und für alle Ewigkeit darüber bestimmen, was damit geschehen soll. Warum ist das aus Ihren Augen, sagen wir mal, keine valide Argumentation? Welches Problem haben Sie mit diesem Begriff des geistigen Eigentums? Der Begriff des geistigen Eigentums setzt so ein gewisses Naturrecht voraus. Es ist etwas Naturgegebenes, dass wenn ich ein Werk schaffe, dass sämtliche Rechte mir dann zustehen, und zwar Ausschließlichkeitsrechte 70 Jahre postmortem. Und da meine ich, das ist einfach nicht der Fall. Es ist trotzdem noch eine Rechtezuweisung, die dem Urheber zugewiesen werden muss. Also es ist nicht so, dass es Gott gegeben ist, dass dem Urheber ein so weitgehendes Ausschließlichkeitsrecht zugestanden wird, dass er dann auch noch einem Verlag überträgt, dem der sozusagen dann auch noch von diesen Rechten dann ja, über ganze Jahrzehnte profitieren kann. Aber wo ist der Schaden, der entsteht? Warum sagt man nicht, ja, das ist halt so. Du schaffst dein Werk und das ist dein Bild, das ist deine Platte, dein Film und dann überträgst du die Rechte für die Vermarktung einem Verlag, einem Kinokonzern und das ist dein gutes Recht. Und, es entstehen sozusagen Monopole, die einen Eingriff in den freien Wettbewerb ja auch darstellen. Und wenn wir davon ausgehen, dass der freie Wettbewerb grundsätzlich erstmal das ist, was wir wollen, bedarf eigentlich jeder Eingriff in diesen freien Wettbewerb, also jede Gewährung von Ausschließlichkeitsrechten, von Monopolen, ja eine Rechtfertigung. Ja? Und diese Rechtfertigung kann man, so wie es in den letzten Jahrhunderten geschehen ist, mit einem Naturrecht begründen. Ja? Man kann es aber auch beispielsweise durch andere Interessen, durch eben einen Interessenausgleich begründen, indem man sagt, ein Investitionsansatz beispielsweise wird und sagt, okay, die Investition für die Schaffung dieses Films betrug so und so viel Geld. Durchschnittlich braucht man 3 Jahre für die Amortisierung dieses Films und danach fällt die Rechtfertigung für dieses Monopol, das man ihm ja gewährt, dann weg. Aber warum muss das überhaupt wegfallen? Also jeder, der sich, ne, also wenn man das so hört und sich nicht damit beschäftigt, dann denkt man doch, die stecken 200 Millionen Euro in so einen Film, den produzieren die, den zeigen die, warum sollen die nicht auf alle Ewigkeit das Recht an diesem Film haben und auch in 300 Jahren noch die Euros kassieren, wenn der mal in irgendeinem Kino gezeigt wird? Was ist der kulturelle, der gesellschaftliche Schaden eines solchen Monopolrechts auf ein Werk? Es begrenzt einfach den Zugang zu diesen kulturellen Werken durch Nutzer. Ja, also es werden Monopole für kreative Güter geschaffen, obwohl ein Interesse besteht, dass die Allgemeinheit davon profitiert. Also ich habe ja beispielsweise den Fall einer wissenschaftlichen Publikation beispielsweise gegeben. Eine Dissertation erscheint, ja, ich habe meine eigene Dissertation beispielsweise als Beispiel. Sie erscheint, ich trete alle Rechte an den Verlag ab, der Verlag publiziert das Buch und nach einem Jahr sind die Verkaufszahlen gleich null. Ich bin allerdings jetzt daran gehindert, ein PDF-Dokument beispielsweise meiner Dissertation an alle Interessierten zu versenden, kostenfrei. Also es besteht eigentlich ein Interesse
Aber es besteht gar kein Zugang mehr, weil vielleicht das Buch gar nicht mehr gedruckt wird. Es ist vielleicht sogar schon ausverkauft, man weiß es nicht. Und selbst ich als Urheber kann es nicht mehr verwerten. Und zwar auch nicht kommerziell. Also ich kann es ja nicht einmal befreundeten Wissenschaftlern schicken oder sagen, es ist auf meiner Homepage, ladet euch es einfach dort runter. Weil Sie nicht das Recht haben, ein PDF im Internet von Ihrem Werk zu veröffentlichen, weil Sie die Nutzungsrechte dafür für die nächsten x Jahre abgetreten haben. Genau. Und da erkennt man eigentlich schon, wo es hakt. Also man tritt Rechte ab an Verwerter und verliert selbst als Urheber dann weitere Nutzungsrechte. Und man ist nicht nur als Urheber selbst betroffen, sondern eben auch als Nutzer, der durchaus ein Interesse haben könnte, beispielsweise im Ausland, wenn jemand aus dem Ausland auf dieses Buch zugreifen will. Es hat aber gar keine Möglichkeit, das Buch mehr zu erwerben, weil es auch gar nicht mehr marketingtechnisch vertrieben wird von dem Verlag. Die haben ja gar kein Interesse, die haben es in ihrer Bibliothek. Und wenn jemand anfragt, gibt es das. Aber es wird keine Werbung mehr betrieben. Und so ist sozusagen die Verfügbarkeit dieses Werkes für die Nutzer, für die interessierten Nutzer eigentlich fast ausgeschlossen. Die Verfügbarkeit und die Verwertbarkeit. Also man kann es A nicht mehr rezipieren und weil man erst fragen muss, darf man auch nicht einfach sagen, okay, da machen wir jetzt einen Remix oder machen wir irgendwas Neues damit. Also in Ihren Augen bremst das sozusagen den kulturellen Prozess, den kreativen Prozess. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, würde Sie sagen, okay, erstens, der Urheber darf gar nicht mehr so viele Rechte abtreten eigentlich und diese abgetretenen Rechte dürften auch nicht mehr so lange Monopol sein, sondern sie müssten, wenn dann sich die Doktorarbeit nach 3 Jahren einfach nicht mehr verkauft, dann sagt man, okay, nach 4 Jahren erlischt das Monopolrecht und jeder kann mit dieser Doktorarbeit machen, was er will. Also es ist eben das Ziel ist es sozusagen, den Interessenausgleich zu finden. Also den Interessenausgleich des Verlages, der Investitionen hat, ja, und die er auch amortisieren will, aber auch die Interessen des Urhebers, ja, an einer möglichst breiten Verbreitung seines Werkes und auch des Nutzers, der ja zugreifen will. Und da sind die Interessen, es ist natürlich extrem schwierig, da genau die Balance zu finden zwischen all diesen Interessen. Aber das ist sozusagen das, woran ich dann auch forsche. Also das ist dann das, was die Sache eben auch spannend macht, diesen Interessenausgleich zu finden. Und sehen Sie da irgendwie Licht am Horizont jetzt im Sinne eines Konsenses? Also es gibt sehr, sehr unterschiedliche Ansätze und Lösungsvorschläge, die angegangen wird. Und ich sehe im Moment noch nicht den goldenen Weg, der sich abzeichnet, wo viele drauf springen werden. Also wir haben hier im CoLab einen Vorschlag, der vielleicht Potenzial hat, zumindest in Teilen auch mal umgesetzt zu werden. Aber da gibt es jetzt noch keinen Trend, wo es so hingeht. Also der Trend, den ich, weil ich bin jetzt seit knapp einem halben Jahr am Institut, den ich sehe, ist schon die Abkehr von dieser Naturrechtsdogmatik, dass dieses Eigentum tatsächlich als Naturrecht gegeben ist. Und das ist ja schon auch durchaus ein entscheidender Weg, den man da einschlägt. Um sozusagen dann auch Geltungsdauern zu kürzen und den kompletten und totalen und immerwährenden Zugriff auf dieses Werk dann zu begrenzen. Richtig. Okay. Ja, vielen Dank für diesen Einblick. Herzlichen Dank. Ich danke.